Hallihallo, liebe Freunde, und willkommen zurück bei Truck Racing, bei Mercedes-Benz Truck Racing. Ja, das erste Wochenende leider nur Zweiter geworden, von der Punkte her. Deswegen sind wir kein Wochenendsieger. So, wir reisen nach Spanien. Aber erstmal müssen wir in die Werkstatt. Reifendruck, Bremsbalance, lass mal alles. Gute Frage, was machen wir? Wir lassen das einfach mal so. Und wir fahren natürlich. Zeitrennen. Ne, warte mal. Wir fahren das Zeitrennen. Sogar bei Regen. Ei, jetzt wird spaßig. Wir sind draußen. Oh, und wir müssen jetzt. Ja, das soll angeblich Spanien sein. Man sieht die original Teiltreue. Wollte gar nicht mehr vergleichen. So, das ist auch nur der kleine Sport von Barcelona. So, erste Kurve gut hinbekommen. Und ja, mal eine gute Runde hinlegen. Und bremsen, ganz wichtig. Weil der Truck schiebt doch ordentlich über die Vorderachse. War nicht optimal. Eins vierzehn. Bin mal gespannt, was die Zeit uns bringt. Jetzt sind wir schon viel, viel besser um die Kurve gekommen. Aber um die
vorne, er geht in die Box. Oh, jetzt hat man hier einen Schlinger drin gehabt. Das wird nicht. Ah, ein bisschen verbessert. Bleib stehen. Oh, hier sind sogar noch besser. Das könnte eine Bestzeit werden. Jo, eine 1,12. Yes. So, wir nehmen natürlich mal ein bisschen mehr von dem Spiel mit. Wir können, obwohl das Training jetzt vorbei ist, noch an die Box fahren. Also das finde ich schon mal etwas genial gemacht. So. Oh, wir sind sogar Erster. Yeah. Werkstatt. Soll da eigentlich alles reichen. Hauptmenü und wir machen Qualifying und holen uns die, weil wir in der Quali halt Erster geworden sind, und wir versuchen es halt natürlich und start. Oh, und der Rode ist von uns. Was ist denn mit unserer Konkurrenz passiert? Schon den ersten Bike lassen, aber der ist leider zu weit gefahren. Hält auch hinten auf der Strecke. Ein sehr spannendes Rennen. Wir können uns leicht absetzen. Mit unserem Truck. Da hinten ist die Hölle los. Immer raushalten aus dem Gedränge. Oh, ich bin mir aber auch schon auf. Oh, da hat es aber einen jetzt aber wirklich erwischt. Und da sind auch schon die ersten Hütchen geflogen. Obwohl wir jetzt vorne einen kleinen Schnitzer hatten, wenn es hier trotzdem besser noch lief. Jetzt sind auch wieder ein Hütchen. Schnell kann das gehen. Schauen Sie mal, wieder letzter, vorletzter.
haben wir die Kontrolle verloren über den Truck. Ja, wie gesagt, die ist uns ein bisschen der LKW verloren. Alter, wer das... Oh, weggerutscht. Wir haben jetzt aber mächtige Probleme. Eigentlich noch alles okay. Eieieiei. Oh komm, wir müssen noch ein paar Plätze gut machen. Aber hier Anschluss zu finden, das wird schwer. So, und den blauen jetzt mal ein bisschen abdrücken. Wir sind wieder an dem blauen dran, aber... Wir klopfen hinten einmal an, dass es nicht mal böse endet. Oh, ein heißes Ding. Ja, da haben wir den Sieg verschenkt. Könnte ich mich heute noch ärgern über. Komm, Gelber, zieh. Man sieht, das ist gar nicht was so einfach, hier vorbeizukommen. Und wir haben gleich den nächsten. Aber, oh nein. Und wir haben den Truck verloren. Ich will mal gucken, wo wieder rückwärts gegangen ist. Und das war's gelaufen mit dem Rennen. Ein Sieg, den wir vielleicht gehabt hätten, einfach so mal verschenkt. So schnell kann das gehen. Da wollten wir zu viel. Oh, jetzt habe ich aber wirklich Probleme hier. Oh. Das war ja wohl gar nicht schlimm. Nein. Das war leider nichts. Ganz und gar nicht. Also wir hatten wirklich zwar die schnellste Runde, aber wir haben das Rennen total vergeigt. Oh. Das war ja mal wieder nichts. Naja. Wir machen erstmal Optionen. Ich will speichern. Hallo. Wo war denn das jetzt wieder? Spielmenü. Speichern. Ja. Und da ausspeichern. Ja. Und ja, wir verabschieden uns mit diesem Dilemma. Ging gar nicht gut. Aber wir werden natürlich beim nächsten Mal ein bisschen mehr hoffen. Leider starten wir beim nächsten Rennen von ganz, ganz hinten. Und wir versuchen halt aufzuholen. Naja, bis denno.